Ich habe diesen BAföG-Antrag ausgefüllt. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe den abgeschickt. Eine Woche später habe ich so einen Antrag. Die wollen alles von dir wissen. Wirklich alles. Die wollten wissen, ob mein 6-jähriger Bruder berufstätig ist. Ich war so, keine Ahnung, wir reden nicht viel. Kann sein. Keine Ahnung. Er wollte zu VW, vielleicht ist er bei VW. Ich weiß nicht. Wirklich, ich habe den abgeschickt. Eine Woche später habe ich den ersten Anruf bekommen. Der erste Anruf kommt. Die BAföG-Tante ruft so bei mir an, sagt so, hallo, Herr Badian. Wir brauchen noch die Daten Ihres Vaters. Und ich war so, ja, ich weiß nicht, wo der ist. Sie meinte so, ja, wir brauchen die aber. Ich sag, ja, ich brauche den auch. Dann hat sie was gesagt, das hat alles verändert. Dann meinte sie auf einmal so, okay, dann suchen wir ihn. Ich sag, Jackpot. Perfekt, ich will gar keinen BAföG, bring mir den. Das reicht mir.